damit, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warcraft. Ich bin mal wieder in irgendeinem Random TS drin, mit ganz vielen netten... mit ganz vielen netten Menschen. Und ihr wart bei Terra stehen geblieben, richtig. Ja. Und fetten Pandas. Richtig, also dass fette Pandas genauso sind wie fette Zwerge. Zwerge so. Sind einfach aber nicht fett. Das ist eine ganz gewaltige Lüge. Zwerge sind auf jeden Fall niedlicher als Pandas. Findest du? Auf jeden Fall. Nee, ich finde Pandas viel niedlicher. Ich meine, Zwerge haben mehr Barthaare als Pandas Allgemeinhaare haben. So. Und das finde ich einfach flauschiger. Okay. Ja, das ist voll schön so. Da musst du dich erstmal durch den Urwald schlagen, bis du an die Lippen kommst. Oh, Alter. erzähl uns mehr, hast du da schon eingängige Erfahrungen gehabt oder wie schaut's aus, Dalinus? Wie sieht denn das deine Freundin so, würde mich mal interessieren. Ich wollte eigentlich gerade sagen, diese Erfahrungen habe ich so gut wie jeden Freitag. Aber was zur Hölle? Da die Eltern meiner Freundin demnächst im Urlaub sind, werde ich diese Erfahrung wahrscheinlich sowieso jeden Tag haben. Kann er auf einmal erkennen. Linus, du weißt, dass ich das hier gerade aufnehme. Ja! Ich habe gerade ab einer gewissen Stelle den Faden verloren. Sorry, worum ging's nochmal? Um Haare irgendwie, ganz viel. Ich bin. Um Barthaare. Barthaare. Ah. Nein, ich bin nicht einen kräftigen Vollbart. Ihr habt scheinbar ernsthaft noch nie wirklich über Zwerge gelesen, ja? Also, habt ihr noch nie die Zwergenreihe gelesen? Nur den ersten Teil. Ja, da reicht das aber schon. Das reicht doch, um zu wissen, dass selbst die Frauen von den, dass selbst weibliche Zwerge mehr Bärte haben als... Ja. Ja, aber Linus... Es soll ja sogar so sein, dass die weiblichen Zwerge einen nicht so dichten Bart haben wie Männer. Aber sie haben Bartwuchs. Ja. Wer? Ja? Ob Frau Vierkesch ein Zwerg ist. Die hatte so ein Darmbart, der hat immer gewackelt, wenn die geredet hat. Oh, Gott sei Dank wird sie das hier niemals sehen, weil sie sich mit Technik so gar nicht auskennt. Ich meine, sie kennt nicht einmal Nintendo. Also, was? Was? Das darf ja nicht wahr sein. Dann weiß sie bestimmt auch nicht, dass Satoru Iwata tot ist. Nee. Wenn du der sagst, Satoru Iwata ist tot, dann dreht sie sich um und sagt Gesundheit. Du hast gerade Satoru Iwata gesagt. Ja, ich. Irgendwie, dieser Name, ne? Das ist. Vor mir steht. Ich finde das so schade, wenn ich auf Alex, Facebook so. Wenn ich auf Facebook so Posts sehe, von wegen Satoru Iwata ist gestorben, alle so von wegen, Kindheitsheld. Und dann siehst du ernsthaft so Leute darunter, die dann so fragen, wer zum Teufel ist das? Ich habe noch nie davon gehört. Und dann hörst du so, was ist Nintendo? So, das ist sehr hart. Ja. Ich muss ja kurz überlegen, welche Klasse ich spiele. Oh, weißt du, wie schnell das bei mir ging? Gibt es da eigentlich so wie das aussah, gibt es da so außerirdische Klassen mit Laser und alles? Könnte ich da Mystiker spielen? Das ist außerirdisch. Der kann bestimmt Pew Pew machen. Ja. Wir können nur mit Discs rumwerfen. Beziehungsweise, es gibt glaube ich sozusagen zwei Klassen, die supporten. Ich finde das. Ich finde das ja auch selbst immer total interessant, andere MMOs zu zocken und dann so zu gucken, wo irgendwo die Ähnlichkeiten liegen. War das nicht auch Terra, wo es zum Beispiel keine Tanks gibt? Doch, ne? Doch. In Terra gibt es Tanks. Ich glaube, das war die Zerstörer. Ich glaube, in Guild Wars gibt es keine Tanks. Ja, oder so. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich meine, in Guild Wars 2 gibt es aber keine wirklichen Tanks. Da bin ich ja auch mal jetzt auf die Erweiterung gespannt. Ja, ich habe Guild Wars ja schon vor Ewigkeiten aufgehört, aber ich habe Gott sei Dank letztens einen Kollegen mal wieder mit dem ein bisschen gequatscht und der hat mir halt auch gesagt, dass er bei Guild Wars knapp 4 Charaktere hat und der weiß, wie der Hase in dem Spiel läuft. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich demnächst auch nochmal installieren. Ja. Sieht er mich da mal so ein bisschen durch und erklärt mir den ganzen Spaß mal. Was ich eigentlich ziemlich geil fand, war Star Wars The Old Republic, weil... Hab ich nie gespielt. Das ist halt unglaublich genial, weil die Quest auch so, jeder Dialog ist ja wirklich gesprochen. Und das macht das für ein MMO übelst lebendig. Also richtig gut. Das ist auf jeden Fall korrekt. Ich hab nur einmal von so einem Star Wars MMO gehört, welches dann irgendwann abgeschaltet wurde.
Also komplett gelöscht. Ich weiß aber nicht mehr, welches das war. Aber da gibt's auf YouTube noch ein sehr herzzerreißendes Video. Die letzten Momente aus diesem Spiel. Wie die ganzen Spieler versammelt in der Hauptstadt rumstehen und Feuerwerk gibt es dann in-game und alles. Und alle schreiben sich noch so ein herzliches Bye-bye, it was a very, very nice time und der ganze Scheiß. Und dann auf einmal fängt das Spiel an zu laggen und du wirst disconnected und das Spiel ist einfach weg. Es ist gelöscht, ist vorbei. Es ist, wo ich mir das angeguckt habe, gedacht, boah, stell dir mal vor, das wäre in WoW so. Ja. Das ist ja heftig. Ja. Das ist doch schon sehr heftig. Also ich habe das mal miterlebt, wie ein privater Server gestorben ist. Gut, da habe ich halt vielleicht ein, zwei Wochen WoW drauf gespielt, aber... Ja, gut. Privater Server ist ja jetzt auch was völlig anderes. Aber wie heißt du? Dann kann ich dich adden. Aber du musst mal überlegen mit... sorry. Kiorin. Okay. Viel Spaß. Schreib ich am besten mal ins Teams. Genau. Das ist besser so. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht mit Nyanmei oder Tapiari reingegangen bin. Gesundheit. Gut so. Ja. Aber das. Ja, die Sache wäre halt, wenn der Office-Server halt mal irgendwann abgeschaltet wird, dann gibt's halt auch keine Privatserver mehr, so, ne? Ja. Zumindest glaube ich das. Aber das wäre schon hart. So, ich weiß nicht warum, aber irgendwie würde ich doch gerne mal wissen, was in Orgrimmar und Sturmwind eigentlich alles abgehen wird, wenn du gerade weißt. Das Spiel wird noch 5 Minuten lang stattfinden. Danach wird es für immer vorbei sein. Ich glaube, das kann man auch überhaupt nicht beschreiben, wenn so ein Server, also ja, wenn ein komplettes Spiel einfach, also ein MMO einfach dann weg ist. Ja. Glaube ich, oder? Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr krass. Ja. Also ich glaube, das Letzte, was ich machen würde, ist, wenn eine Woche vorher gesagt wird, tut mir leid, Leute, es läuft nicht mehr, WoW wird da und da um so und so viel Uhr abgeschaltet, dann würde ich extra in den letzten 5 Spielminuten noch einmal in die Festung der Stürme gehen und alles abholen. Und dann droppt es. Und dann kannst du zufrieden sterben, so. Ganz genau. Was habe ich angenommen? Eine Gruppeneinladung. Ach, ich dachte, warst du das? Bist du denn Borg? Ja. Warst du nicht diejenige, die sich mit dem Spiel irgendwie auskennt und 2 Charaktere hat? Und jetzt weißt du auf einmal nicht mehr, wie eine Gruppenladung aussieht. Sorry, aber ich habe Solo gespielt. Du bist ein fetter Panda! Ja, es ist ja natürlich! Ich hab gesagt, ich bin ein dicker Panda, ey. Wo ich laufe jetzt seit bestimmt 10 Minuten hier durch meine Garnison rum und töte Mäuse. Dir ist schon halt langweilig, oder? Ja, mir ist wirklich langweilig. Ich weiß nicht. So wie die Hühner. Ich finde das irgendwie schade so. Es gibt eine Hearthstone-Karte mit dem Namen Wütendes Huhn. So, und das geht halt in Enrage. Aber es wäre voll geil, wenn die WoW-Leute mal einprogrammieren würden, dass wenn du Hühner angreifst, die dich noch zurück angreifen. So aller Let's Play. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Das wäre voll geil. Legend of Zelda wollte ich neulich wieder. Ich hatte ja total Bock, mal wieder Twilight Princess zu spielen. Das war einfach nur so gut. Bestes Game ever. Ich bin ja, wirklich, ich hab's geliebt. Ich bin wirklich unfassbar ungebildet, was Legend of Zelda betrifft. Ich hab es nie gespielt. Und dann hab ich mir so gedacht, weil ich hab ja ein zweites, Let's Play-Projekt gesucht und hab so gedacht, hey, du machst das als Let's Play. Und, ich bin gerade volle Kanone an den Typen vorbeigerannt. Dann ist mir aber eingefallen, Nintendo ist so ein richtiger Arsch, was irgendwie Lizenzrechte angeht. Früher durftest du gar keine Let's Plays machen von Legend of Zelda. Und jetzt habe ich geguckt, jetzt hat aber Nintendo ein Programm eingeführt, wo sie aber 60% deiner Einnahmen haben wollen. Also du unterzeichnest dann einen Vertrag, dass du das praktisch das Bild- und Tonmaterial machen darfst. Allerdings ist das dann so, dass du die 60% der Einnahmen an Nintendo abdrücken musst. Das ist halt, das ist ganz ehrlich, das ist mir zu blöd, nur um ein Spiel zu machen, sehe ich das nicht an. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht ist es ja doch tatsächlich ein Weg, wenn du Let's Plays quasi über Emulatoren auch machst.
Ja, ich würde das eh über einen Emulator machen. Ja, aber da du mal überlegen musst, so ein Emulator, das ist halt auch kein offizielles Nintendo-Spielzeug, ne? Das ist halt... Linus, das geht ja weniger um die Programme, die du benutzt, sondern vielmehr um das Bild- und Tonmaterial, was urheberrechtlich bei Nintendo liegt. Das ist ja das Ganze. Ja, das ist schade. Weil ich hab Twilight Princess echt hart geliebt, das war so gut. Ich meine, wenn ich mir mal so angucke, das Pizmeet ist ja auch zum Beispiel, die dürfen ja Mario Kart 8, glaube ich, dürfen die ja Let's Playen. Ich habe auch einen Kollegen aus der Let's Player-Szene, der macht super, also der macht einen DS-Ableger von Super Mario. Okay. Und bei dem, der hat wohl dieses Programm unterzeichnet, also der drückt halt 60% der Einnahmen ab. Ja. Muss ich das einstellen? Das ist aber auf jeden Fall, finde ich, irgendwie scheiße. Ja, blöd. Ich verstehe aber auch nicht, warum Nintendo das so umständlich macht, weil theoretisch kriegen die dadurch kostenlose Werbung. Richtig, jeder, selbst EA, und EA sind ja wohl richtig geldgeile Säcke, selbst EA hat gesagt, nee, kein Problem, hier, wir haben eine öffentliche E-Mail-Adresse, da schickt ihr halt, da muss man sich dann einmal melden, schickt man eine E-Mail hin und sagt, hier, ich würde gerne ein Spiel von euch machen, dann schicken die eine formlose E-Mail zurück, wo steht, hier, ja, klar, kein Problem, kannst du machen. Okay. Und das ist EA. Ich würde jetzt aber Nintendo nicht zwingend mit EA vergleichen, weil die Sache ist mit dem Thema Werbung, das ist Nintendo. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die noch irgendwie was an Werbung durch Let's Plays benötigen, weil bei allem Respekt, aber das, was die A schon produziert haben, hat sowieso jeder voll A schon mal gespielt. Und B, was die noch produzieren, wird so oder so ein Erfolg werden. Naja, Nintendo hat in den vergangenen Jahren, gerade wo sie auch die Wii U rausgebracht haben, das war ja so die Katastrophe. Die Wii U war jetzt nicht so geil. Ja, die Wii U ist schon geil, aber was sie zum Beispiel total vertrödelt haben, waren Exklusivtitel zum Start rauszubringen. Die Wii U war da und kein Kaufgrund bestand. So Spiele wie, so halbherzige Spiele wie Legend of Zelda, da dieses, Hack'n'Slay mehr so. Hyrule Warriors. Ja, danke, Hyrule Warriors. Das hat ja auch am Anfang erstmal übelst gefloppt. So. Ja. Und das war ja, halt gut. Nee, da hast du recht. Falsche Entscheidung seitens Nintendo. Ja, gut, da hast Es war aber mehr so, recht, sozusagen eine Art Filler, damit wir dieses Jahr auch mal ein Spiel rauskommen, weil es ist ja ein weiteres Spiel geplant. Jetzt, glaube ich, für dieses, beziehungsweise für nächstes Jahr, was sozusagen. Ein weiterer Teil der offiziellen Geschichte sein soll und nicht sozusagen so eine Art Filler. Außerdem ist die Geschichte von Hyrule Warriors nicht speziell auf Link spezialisiert, sondern eher auf die anderen Charaktere, die halt da drin vorkommen. Hauptsächlich der neue Charakter Lana, der halt auch da vorgestellt wurde. Okay. Ist das endlich mal so ein Spiel, wo du Zelda auch mal spielen kannst, damit die ganzen Noobs auch mal endlich sagen können, ich spiele gerade Zelda. Du kannst sogar Sheik spielen und Impa und Daronia und... Ja gut, da habe ich leider gerade keine Ahnung von. Ich weiß nur, dass du Link spielst. Ich weiß nicht mal, wie dem seine kleine Elfe heißt. Na, wie? Aber die heißt diesmal, glaube ich, Pixie. Ja, die heißt... Es ist Pixie? Wie das Pokémon? Sehr heftig. Stimmt, Pixie war ein Pokémon. Ja, Pixie war ein Pokémon. Ja. Das war die Weiterentwicklung von... Pipi. Pipi, genau, ja. Pipi, genau, das... Ach, Alter. So penetrant. Habt ihr euch mal die Pokémon-Folge angeguckt, wo die in Pipi das allererste Mal sehen und total auf dieses Ding abgehen? War das nicht am Mondberg? Genau, wo ich mir einfach... Das war aus der ganz, 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 ganz allerersten früheren Staffel. Ja. Wo die das allererste Mal Pipi gesehen haben und total auf... Hab ich mir nur so gedacht, Leute... Chillt mal, das ist ein Pipi, das ist eines der nutzlosesten Pokémon, die man nur haben kann. Wo, da treffen sie auch zum ersten Mal, glaube ich, auf Team Rocket, ne? Das erste Mal auf Team Rocket treffen sie, trifft Ash, wo er seinen Pikachu da ins Pokémon Center bringt, weil das von den Habitats angegriffen wurde, wo er ins Pokémon Center kommt und Team Rocket dann da die Pokémon klauen will. Stimmt, ja, das ist aber dann auch die erste Folge. Das war die allererste. Nee, das war die zweite. Die erste, ja, die erste endet nämlich damit, dass sich sein Pikachu halt vor ihn schmeißt und diese ganzen Habitats sind, glaube ich, kaputt schnetzelt da, aber dann total im Arsch ist und. Dann ist es die zweite Folge, wo er die das erste Mal sieht. Taber? Ja? Wo kann ich denn die Tastaturbelegung und sowas ändern? Unter.
Aber ich habe wirklich, wo ich die Folge, das allererste, die allererste Folge, das erste Mal gesehen habe, da musste ich doch schon echt, ich weiß nicht, es war kein Geschmunzel, es war kein Geweine, es war aber mehr so was wie, leck mich am Arsch, ist das schön. Ja, also... So, weil du bist so, keine Ahnung, du bist so 12 Jahre alt und Pokémon läuft schon seit 7 Jahren und du siehst einfach immer nur so dasselbe und wirst ein mega Fan davon, zockst die ganzen Spiele, kriegst mit, wie sowas eigentlich entsteht. Und dann guckst du dir mal an, wie Ash eigentlich zum Pokémon-Trainer geworden ist. Das ist irgendwie schon, es war schon cool, doch. Es hat echt Spaß gemacht zu gucken. Ja, das stimmt wohl. Ich hab's auch, also, ich weiß nicht, wie hier der Rest ist, also, als ich 6 war, das war 98. Gehst du auf Einstellung? Da hab ich ja die blaue Edition bekommen. Und ja, das war einfach, das war für mich als gedeckt glücklichste Moment in meinem Leben. Und dann gehst du auf Schnelltasten. Kannst du die komplette Einstellung 1998, dass es da schon ernsthaft Gaming gab und wir zocken diese Spiele einfach immer noch. Das ist so heftig. Ja. Pokémon. Ja, wo ich mich auch wirklich sehr weggeschmissen habe in dieser Folge, ist ja, wie du mitbekommst, wie Ash das erste Mal Misty begegnet. Ja, wo er das Fahrrad klaut. Ja, ist so. Alter, die zieht wirklich die gesamte Kanto-Region mit dem durch die Gegend, ist voll verlöffelt in denen so. Und wie lernt er sie kennen? Er klaut erstmal ihr Fahrrad. Ja, das ist immer eine gute Basis, um eine Liebesbeziehung aufzubauen. Du klaust erstmal irgendwas. So, aber wir sind schon 16 Minuten hier fröhlich am Aufnehmen. Was? Ja, ja. Boah. Und du alte Linus ist echt, immer wenn ich dem sag, dass ich aufnehme, dann hat er schon, ist er schon ganz epig drauf. Ich sag hier an der Stelle, danke fürs Zusehen. Das ist eine Lüge. Ja, ja. Danke fürs Zusehen. Und wenn es dir gefallen hat und du mehr solche Gespräche hören willst, dann zeig das mit einem Daumen nach oben und oder Kommentar. Und wenn du dann noch Lust hast, kannst du gerne den Kanal subscribbeln. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.